Ein Iveco Daily 4x4. Den hat der Kunde besorgt. Einer steht noch im Hof bei euch, habe ich gesehen. Ja, genau. Der ist da. Da können wir gleich hingehen. Ja. Können wir gleich hin. Ist das eurer oder ist das? Nein, das ist auch ein Kundenfahrzeug, aber wir wollten ja darüber sprechen, dass wir jetzt Koffer, Leerkoffer bauen oder Koffer bauen mit Rahmen, mit Außenstaukästen, mit einer manuellen Treppe, jetzt in diesem Fall, und den Ausschnitten, Eingangstür, Garageausschnitten, hier Durchreiche. Könnt ihr das Fahrzeug mit dem Koffer verheiraten für unter 100.000 Euro? Netto, ja. Netto, okay, also plus Steuer. Ja. Aber ihr könnt damit quasi für den Selbstausbauer eine Qualität liefern, ja, Kofferqualität, die aus dem Rettungswagenbau kommt. Ja. Ihr seid Rettungswagenbauer, das aus ganzer Leidenschaft. Und dieses Fahrzeug hier, sieht man sehr schön, ist zum Beispiel bei RWE bereits im Einsatz, haben wir schon mehrere Videos gemacht. Ja, das wird jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Das wird jetzt an Kreis Plön ausgeliefert in ein paar Wochen. Das wird ein RTW hochgradig geländegängig, richtig? RTW, genau, für Katastrophenschutz, genau. So, und diese Bauweise, die ihr quasi für die RTWs macht, die ja ein Leben lang halten müssen, die Türen auf und zu, die also von Leuten bedient werden, denen er ja nicht gehört. Ja, und also, der auch 24 Stunden fährt. Ja, jetzt vielleicht nicht der Unimog, aber so Sprinter, die fahren teilweise bei manchen Wachen natürlich 24/7. Und das ist dann schon eine sehr große Belastung für die Koffer. Was aber kein Problem ist, weil wir machen ja auch Wechsel von einem Koffer auf das nächste Fahrgestell. Das heißt, wenn das Fahrgestell über 250.000 Kilometer gefahren hat, dann lebt der Koffer weiter. Dann lebt der Koffer weiter, ja. Und ihr könnt ihn sogar refurbischen, hast du mir erzählt. Wir können ihn refurbischen, wir können ihn neu mit neuen Leisten bestücken, mit neuen Lichtern, falls sich da was in der Technik ändert und so weiter. Also das komplett nochmal. Also wir wollen nur mal zeigen, wenn dir jemand jetzt so einen Unimog bringt, da habt ihr Erfahrung drin, das könnt ihr bauen. Ja. Ich selber fahre ja, da hinten ist ja mein Auto im Moment, auch ein Concorde. Ja, kann man nicht erkennen, weil wir alle Aufkleber abgemacht haben bis auf vorne. Du hast selber nicht erkannt, oder? Ja, genau. Ich muss also auf den Stern gucken. Nein, Diamant. Der Diamant, der also ganz da hinten steht, auch ein Iveco Daily 4x4. Es muss auch gar kein 4x4 sein. Es muss kein 4x4 sein, besonders jetzt nicht, wo, wie gesagt, ich sage das immer wieder gerne, die Welt ist schon befahren. Also es kann aber ein 4x4 sein. Ich zeige mal gerade, wir haben hinten ein Projekt stehen, Sprinter, Doppelachser. Das ist auch ein tolles Projekt. Das ist jetzt kein 4x4. Hier vorne steht er und da sieht man, das ist jetzt ein geiles Projekt, weil es sehr tief wird. Das heißt, du hast eine unglaubliche Raumhöhe. Genau. Der Kunde ist da für dieses Fahrzeug auch sehr, sehr groß. Und er ist 2 Meter groß, glaube ich. Und da kommt noch ein doppelter Boden rein. Es ist ein Sprinter-Dreiachser. Wir machen die mit Luftfeder. Ja, ich muss dazu sagen, wir machen die dritte Achse nicht. Das ist eine Mitlaufachse von einem Fahrzeugbauer, dem wir das quasi rausgeben. Aber da hat der Kunde wegen einem älteren Video sich selber erkundigt und sich selber die dritte Achse quasi beschafft. Also bei mir, hat das Video von mir gesehen. Ja, ne? Genau, also letztes Mal, wo du hier warst, hatten wir einen ELW2, glaube ich, von der Feuerwehr Wolfsburg. Stimmt, richtig. Das war ein VW war das, gell? Genau, und die hatten auch diese dritte Achse bestellt damals, auch mit dem Basisfahrzeug selber angeliefert, und wir haben dann den entsprechenden Koffer dazu gebracht. Ist ein Heckantrieb, oder? Ja, ist ein Heckantrieb, aber die Achse ist nicht angetrieben? Nein, ist eine Mitlaufachse. Und das Gewicht wird bei diesem Fahrzeug ein Problem sein, wobei, ne, wir wollten ja auch nochmal zu Gewicht kommen, wobei wir die Koffer auch extrem leicht auch schon so haben. Das kriegt der Kunde, jetzt kommt was Besonderes, zeig mir mal das Wiegeprotokoll, das haben wir, glaube ich, hin auf den Tisch gelegt. Ja, genau. Denn ihr wiegt, ihr habt eine eigene Waage, ihr könnt alles schön verwiegen. Alles ist ehrlich, und das ist, glaube ich, bei den Fahrzeugen, wir reden ja hier von einem 7-Tonnen-Fahrgestell, nicht 7,5, sondern 7 Tonnen. Ich glaube, es liegt hinten am Tisch, haben wir es, glaube ich, hingelegt. Ich guck mal gerade, ist da? War nämlich da vorne. Es war auch immer dran geklebt worden.
geworden, damit unsere Leute sehen, wie das aussieht. Ich zeig's mal. Also 4.112 Kilo wiegt die Kiste im Moment jetzt. Ja, wiegt jetzt inklusive Fahrzeug. Also der Iveco mit Koffer, mit Unterfahrschutz, mit Stahlrahmen verzinkt und mit den Kästen. Bitte, der hat jetzt drei Tonnen noch Zuladung. Warte. Ja, aber der ist nicht ausgebaut. Nee, aber der Kunde weiß jetzt, der Koffer ist so leicht, dass das Allradfahrzeug inklusive den Koffer mit Staukästen, Unterfahrschutz, allen drum und dran. Staukästen weiß ich nicht, ob die schon mitgebracht sind. Sind das Alu-Staukästen? Das sind Alu-Staukästen mit Alu-Klappen. Allerdings auch eine sehr feste Qualität. Ich weiß jetzt nicht, ob die Außenstaukästen auch mit dabei waren, aber die machen jetzt. Habt ihr die gebaut, die Staukästen? Wir bauen die Außenstaukästen selbst, ja. Krass, und die kann ich also mit dazu bestellen. Jetzt kommt es aber noch besser. Ihr baut Schlösser und Beschläge ein von KCT, ja. Hartglas. Auch hier wird die Original. Das heißt, alles das habt ihr selber gebaut. Das Klavierband aus Edelstahl habt ihr gebaut, ja, aber genau. Die Beschläge also von KCT. Klavierband kauft man natürlich zu, wie alle anderen auch. Aber die Beschläge, die Mulde, der Griff selbst und das Schloss, das kommt von KCT. Das ist ja auch kein Geheimnis. Aber jetzt haben wir hier bei diesem Koffer quasi was Neues gemacht. Wir haben GFK-Profile benutzt und nicht unsere Aluminiumprofile. Jetzt ist die Frage, ja, wieso benutzen die das? Weil das alle in diesem, ja genau, auch, aber weil das alle in diesem Bereich im Moment benutzen. Sie benutzen Klavierbänder, sie haben große, schwere Klappen und können das dann quasi besser kontrollieren. Der Vorteil ist, dass der Wärmeleitwert ist identisch. Das hat natürlich auch einen Vorteil. Und hier siehst du sehr schön, das ist das Fahrzeug. Ihr besorgt keine Basisfahrzeuge, muss man direkt sagen. Also die Kunden bringen die an. Wie gesagt, ich sage das immer wieder. Wir haben nur eine bestimmte Anzahl an Stunden, die wir arbeiten können und die wir machen. Und für diese Anzahl der Stunden müssen wir natürlich dementsprechend die Projekte rausjagen. Der ist mitten im Bau, der hier? Wir verkaufen keine Evicus. Er ist mitten im Bau, ist aber, wenn die Außenstaukästen montiert sind und die Griffe und die Mulden, dann ist er fertig, dann geht er so an den Kunden raus. Ne? Hier kann man schön sehen, das ist das Material. Dickes Sandwich, ist das stabil eigentlich? Also das ist so ein Material, was wir öfters mal haben, weil wir ja alle möglichen Kästen ja rausschneiden. Ja, das ist stabil. Das ist stabil. Das ist jetzt in diesem Fall 5 mm Thermo. Das ist extrem stabil. Da haben wir ja auch schon sehr viele Videos gemacht. Sag mal, hier vorne der Alkoven, wenn ich mich da reinlege, fängt der an, sich zu neigen, sodass der das Fahrerhaus berührt? Nein. Das ist auf jeden Fall nicht so. Steif. Viele Fragen, ja, absolut. Viele Fragen, ja, wieso macht ihr denn diese Lücke zwischen dem Fahrerhaus und dem Koffer? Die lassen wir so auf, weil wir kein GFK-Profil jetzt in dem Sinne, ein leeres Profil Das ist geil, weil sondern weil wir ist natürlich nicht ganz so einem ehrlicher vor. Ist es nicht ganz so windschlüpfrig? Du hast keine Anbauteile, die irgendwie weggehen. Das ist eine einfache, aber sehr effiziente Konstruktion. Ja. Und hier siehst du, das war wahrscheinlich. Ist das hier aus dem Auto? Das ist hier aus dem Auto. Nee, aus dem ist es nicht. Ist ein anderes. Das ist hier aus dem Unimog. Da sieht man das an den Sitzen. Die sind ausgebaut. Das ist aus dem Unimog und das ist der Himmel aus dem Unimog. So, was ist damit zu machen? Was macht ihr mit den Sitzen? Im Moment wird da Funktechnik eingebaut. Nee, hier mit den Sitzen meine ich. Also die Sitze, die kommen wieder rein. Wieder zurück. Achso, das waren keine zusätzlichen, das sind die Sitze vorne, die beiden. Das sind die Sitze vorne, weil wir die Sitzkonsolen quasi dazu benutzen, unsere Sicherungen zu verbauen. Und so, was ist das hier für ein Granulat? RTW-Boden. Du achtest ja auch auf alles. Ne? So, das heißt, wenn der Kunde... Das ist kein Showroom, das ist eine Produktion. Wenn der Kunde RTW-Boden haben möchte, kriegt er den. Ja. Das wollten schon einige, weil der so abriebfest ist. Und der ist tatsächlich abriebfest. Der wird dann nochmal lackiert und diese Lackierung sorgt dafür, dass er zwar so ein bisschen griffig ist und nicht so slidey, also nicht so rutschhemmend. Rutschhemmend, genau.
Und trotzdem können da Hunde, Pfoten und Kratzer und da dem nichts anhaben. Nein. Und er ist so, man muss ihn nie reinigen, weil man sieht den Dreck eh nicht. Man sieht den Dreck eh nicht und jetzt auch nicht, genau. War Spaß. Aber die, ich sag mal, der ist extremst unempfindlich. Ja, also da unempfindlich, je öfter man ihn lackiert auch, man kann 3-4 Schichten Lack auftragen, desto besser, desto glatter ist er dann und desto besser hält er. Ach so, Sven, ich wollte dir auch noch... Ja, Maria, warte mal, wo bist du denn hier? Wo bin ich? Oh, ich bin überall... Das ist die Treppe? Das ist die Treppe, genau. Das ist eine, auch wieder eine selbstentwickelte Aluminiumkonstruktion, wird in den doppelten Boden eingesetzt und ist dann, klappt sich dann quasi, steht innen vor der Tür und kann dann nach vorne aufgeklappt werden. Den Grundriss hat der Kunde selber gemacht? Den Grundriss haben wir ihm auch gemacht, aber genau, wir können... Aber wenn jemand sagt, das ist genau mein Grundriss, kann er ihn kriegen? Genau meine Länge, genau meine Größe, ich bin ein Selbstbastler. Und ist die Tür vom KCT oder der Beschlag? Die Schlösser. Nur, es gibt, ich weiß nicht, macht KCT die Tür noch? Nee, weil ich war. Aber es sind die Schlösser, das siehst du hier dran. Das sind dann so Süßlock, Systemlock, wie heißen die nochmal? Also Dreipunkt verriegelt. Ja, genau. Okay. Es ist, wie gesagt, wie alle anderen das auch machen und das machen auf der Messe gewesen, 99,99999% außer Emmert natürlich. Hier sieht man sehr schön, das ist noch jetzt ein Koffer, der ist noch nicht fertig. Ihr baut nämlich für den, ich nehme an, das ist der für den draußen, für das Fahrgestell, oder? Für den draußen werden wir gleich nochmal den Koffer sehen. Ein ähnlicher Koffer, weil hier ist der Garageboden nicht abgesenkt. Ne? Verstehe. Aber hier sieht man sehr schön, der Ausschnitt ist schon drin. Also siehst hier viele Details, die man normal nicht sehen kann. Das sind jetzt die Blenden für diesen einen Iveco. Die werden noch montiert, wie gesagt, bevor er geht. Und dann, ja. So, ihr macht anschließend, wenn der jetzt fertig ist, macht ihr die TÜV-Abnahme damit? Ihr macht den Fahrzeugbrief fertig? Gutachten, genau, wir machen ein Gutachten, das kann dann der TÜV machen oder die DEKRA. Genau, und dann wird er zugelassen von dem Kunden, selbst zugelassen in seinem Landkreis und dann kann er ihn weiter bauen, ausbauen. Ja. So, wenn es denn fertig ist, können wir gleich mal gucken. Dann sehen die Schlösser auch mit Griffmulde und allem drum und dran, weil es sieht jetzt schrecklich aus. Die Blenden sind hier nicht montiert, aber das kommt alles. Sieht schon super aus. Vor allem, wenn man so vermarkten möchte. Nein, hier meine ich, wenn ich in das Loch jetzt reinzeige. Ach, ist super. Wieso? Gut, alles super. Ne? Also ich finde, na gut, ich sehe das ja täglich. Ne? Ich sehe ja täglich unfertige Sachen. Für mich sind Sachen... Aber hier auch wieder Dreipunkt verriegelt, sehe ich gerade. Ja. Auch wieder KCT-Schlösser drin. Dann habt ihr Aluminiumverstärkungen innen. Ja, die, genau. Also jetzt die Wärmeleitung jetzt nicht. Also da wird jetzt keine... Wir wissen ja nicht, wie es mit dem Kunden weitergeht, was er damit macht. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wir dann quasi... So, jetzt haben wir es da. Aber da ist auch immer so ein Puffer davor, genau. Hier kommt jetzt noch eine... Das ist eine GFK-Ecke. Warum ist hier offen an den Rädern? Da sind die Radkästen noch nicht verbaut. Die Radkästen, die kommen nach oben hin. Die kommen noch nach oben hin. Das können dann entweder Stahlradkästen sein, die dann nochmal verzinkt sind, oder Aluminiumradkästen, die dann... einfach entweder lackiert sind oder unlackiert einfach eingebaut. Komm, ich geh mal rein. Dann, die Klappe ist echt der Hammer. Hier oben hast du, hier kommt ein Doppelboden drunter. Hier kommt ein Doppelboden runter und der Kunde hat sich dann gedacht, dass er eine Durchreiche macht von rechts nach links, von links nach rechts und deswegen zwei Klappen. Aber natürlich, je mehr Klappen wir haben, desto höher ist dann auch der Preis. Aber wenn du von hier aus in die Garage guckst, siehst du, wie
ja, wie das Fahrzeug eigentlich ausgebaut werden kann. Boah, das wird riesig. Also sehr viel Potenzial. Ne? So, hier oben hast du die Verstärkung. Das sind die, ja genau, das sind Aluminiumprofile, die nochmal diese Versteifung in den Koffern nochmal festhalten. Wir können, wie gesagt, diese Aluminiumprofile verstecken. Aber innen Alu habt ihr, gell? Das macht ihr dann ja auch später. Ihr habt innen Alu, außen GFK. Also bei diesem hier haben wir innen GFK und außen GFK. Alu haben wir eigentlich nur bei den bei den RTWs und bei den Einsatzleitwagen. Kann der Kunde auf Wunsch Alu kriegen? Kann er bekommen, wobei ich nicht weiß, ob er es möchte. Aber nee, es kann ja sein, dass er zum Beispiel sagt, ich möchte die Wände, die Schränke zum Beispiel genau, extrem. Wenn ich selber ausbaue, ja, du hast recht. Ja. Also ich will die innen besser festmachen können, weil ihr habt hier diese Profile mit unglaublich vielen Schrauben festgemacht. Ihr habt die wahrscheinlich auch verklebt, oder? Wir haben die auch verklebt. Wir verkleben grundsätzlich immer so ein bisschen alles und verschrauben das dann nochmal. Ja, ihr habt eine zentrale Befestigung mit einer Schraube hier, oder? Und das Ganze hält. Mit einer Schraube, ja klar, natürlich. Ich zeig mal. Also ihr habt allein hier 4 Befestigungspunkte. Ja, aber das sind die Außenstaukästen. Die sind dann fest mit dem Boden wie mit diesem befahrbaren. Ist der geklebt, der Boden, und geschraubt? Wie läuft das mit dem Fahrgestell? Boden ist beides geklebt, geschraubt. Er ist hier haben wir ja einen Stahlrahmen, einen verzinkten Stahlrahmen. Deswegen ermöglicht dieser Stahlrahmen das Absenken der Garage. Und dieser Stahlrahmen ist, wie gesagt, auf das Fahrgestell aufgebaut und darauf wird dann der Koffer montiert. Heißt, der Kunde hat noch ein bisschen Spaß hier mit dem Fahrgestell. Ja. So, sollen wir uns draußen das mal kurz angucken, das andere Fahrgestell? Ja. Denk nur dran, dass du deinen Schlüssel mitnimmst, weil wir haben es eben ja ausgesperrt. Kannst du dich noch daran erinnern? Wir haben jetzt... Der Kollege war ja noch da, deswegen war es nicht so schlimm. Aber jetzt wär blöd, dann könnten wir ja nicht weiterfilmen. Geht. So, also diesen Koffer hier kann man kaufen. Man kann auch das ganze Know-how jetzt von dem Koffer kriegen. Das heißt, wenn einer sagt, ihr habt schon unglaublich viele Koffer gebaut, dann könnt ihr denen zeigen, hier, den haben wir schon mal gebaut, den haben wir schon gebaut, das geht. Aber das ist ein sehr, sehr gern genommener Grundriss, der später dann hier reinkommt. Das heißt, der Alkoven oben mit drin, hinten wahrscheinlich dann eine Sitzgruppe. Ja, hinten oder auch schlafen. Geplant war das irgendwie mit 2 Fahrrädern, ein Mofa oder so. Das ist aber die Sache des Kunden, was er damit macht. Aber die Klappe war dafür ausgelegt, halt eine extrem große Klappe, damit er das... So wie du. Ja, genau. Ich habe immer die größte. Nee, stimmt ja gar nicht. Dein Papa ist gestorben, muss man sagen. Den haben wir im letzten Video noch gezeigt. Ich will es deswegen erwähnen, weil viele Leute ihn kannten. Er ist in der RTW-Branche ja eine absolute Koryphäe gewesen. Er ist im Juli, glaube ich, gestorben. Dann Juli dieses Jahres, ja. Und nur, dass die Leute, weil er vielleicht nicht mehr dabei ist oder man ihn sieht, zweifeln? Oder an dem Unternehmen zweifeln? Nein, das ist... Du bist ja schon ewig dabei, seit, glaube ich, Kindesbeinen, hast auch die ganze kaufmännische Geschäftsführung, aber jetzt ist alles bei dir. Ja, er ist 92, hat er gegründet, genau, ich war immer schon dabei. Ich habe eine Zeit lang in Südkorea gelebt, dann in Stuttgart, da war ich so ein bisschen aus der Ferne aus dabei, aber ja. Es ist ein tolles Unternehmen, es verdient eine vernünftige Führung, es verdient eine ruhige Führung. Ja, wie willst du das jetzt machen, jemanden zu finden, der das erfüllt? Ich bin es. Ach, du bist... Aber ein Scherz. Ist eine ruhige, gerade. Aber man muss, weißt du, das Selbstwertgefühl muss man sich auch erarbeiten, damit man das dann auch sagen kann. Weißt du? So, hier steht schon wieder einer. Ja. Das ist der Stahlrahmen, den ich dir zeigen wollte. Das ist genau der Stahlrahmen, der da unten drunter ist. Den habt ihr gebaut. Genau, und das ist jetzt der Koffer. Zwar nicht mit einer durchgängigen Decke, mit einem Alkoven, der wiederum abgesetzt ist, aber interessant ist dann wieder die riesengroße Garage. Ne? Der ist kürzer, oder? Der ist kürzer, aber wie gesagt, das Fahrgestell kommt dann immer vom Kunden. Das heißt, der wäre dann im Zweifel etwas Gelände... Nee, der ist abgesenkt. Aber obwohl, der wäre schon geländegängig. Ja? Der wäre schon geländegängig, aber ich weiß nicht, wie der Kunde das dann bestücken möchte, weil der wird schwer. Also mit
Ja, er wird schwer. Es ist, wie gesagt, jeder, der hier ein Fahrgestell beistellt und einen Koffer bekommt, der Koffer wird ungefähr um die 900 Kilo wiegen. Dann der Rahmen noch dazu. Dann der Unterfahrschutz und die Kästen. Also man hat dann schon so ungefähr 2000 Kilo Zuladung. Aber wenn man sich überlegt, dass man eigentlich mit einem fertigen Fahrzeug eine Tonne Zuladung haben müsste, ja, muss man schon sehr sparsam mit dem Innenausbau, also Gewicht sparen beim Innenausbau. So, kommen wir nochmal auf das Thema Wertschöpfungskette. Ihr habt eine eigene Lackiererei, ihr habt eine eigene, also ihr macht nahezu alles selber. Ja, das tun wir. Die Frage ist nur, haben wir für jedes Projekt genug Zeit. Ressourcen. Genau, genug Ressourcen. Und die Ressourcen, die wir jetzt hier haben, sind Menschen, die Stunden, die sie arbeiten und wie gesagt... Mach mal auf bitte. Dann zeigen wir mal was. Steht da draußen noch euer Überrollmuster? Ach so, ja. Kann man mal zeigen, denn ihr habt freiwillig eigentlich für die RTWs, aber die Bauweise ist ja die gleiche. Müssen wir, das ist es ja. Ne? Also wir müssen ja einen Crashtest machen und wir müssen... Ein Koffer für den Crashtest herstellen und den mit 5000 Kilo beladen, mit 5,5 Tonnen beladen und den dann crashtesten. Das habt ihr gemacht mit diesem Koffer? Das haben wir gemacht, genau. Da gibt es eine Norm 13500, da wird ein Seitenkipptest gemacht, der wird dann quasi auf die Seite mit dem Fahrgestell abgeworfen, genau, und dann wird geguckt, was ist bei diesem Seitenaufprall kaputt gegangen. Also GFK kann kaputt gehen, solche Geschichten, aber zum Beispiel der Möbelbau darf nicht zusammen... Er ist heil geblieben, oder? Ja, genau, oder irgendeine Medibordwand, also wo Geräte montiert sind, darf nicht abfallen oder ähnliches. Nochmal, der ist in sich nicht auseinandergeflogen. Nein, der ist in sich, der darf nicht auseinanderfliegen, wenn ein Crashtest gemacht wird. Genau. Und dann ist der einmal gerollt über die eigene Achse, 360 Grad? Oder? Nein, nicht 360, sondern er wird immer auf die Seite gekippt. Das ist so ein Seitenkipp. Er fällt um quasi. Er fällt einmal um, da gibt es auch ein Video zu und dann wird gezeigt, was passiert innen. Also da werden ja auch innen Fotos da können wir gleich drüber reden. Fotos gemacht und Slow-Motion-Aufnahmen. Und bei diesen Slow-Motion-Aufnahmen können wir dann sagen, okay, was passiert im Inneren, wenn er einmal auf die Seite gekippt wird? So, das Fahrgestell haben wir gefilmt, das steht zum Verkauf. Da steht noch einer, guck mal hier, noch ein Iveco. Das wird ein Kundenprojekt, das wird aber ein kompletter Ausbau, ja. Ja. Den macht ihr? Den machen wir dann. Mit Möbeln, mit Koffer, mit allem. Mit Möbeln, mit allem. Mit Heizung. Ja, genau. Es ist nicht, wie gesagt, wir machen Projekte, die sich lohnen. Sehr schön. Also die Koffer lohnen sich sowieso, weil ihr baut so viel Koffer. Das ist, genau, die, ich sag mal, der Gesamtausbau, ganz viele wollen die bei euch bauen lassen, weil ihr eben diese gigantische Qualität baut in Sachen Rettungswagen. Aber wir haben einfach auch gute Tischler, ne? Also die können jeden Möbelbau realisieren, in Multiplex-Plattenqualität, in WK-Plattenqualität, in allen möglichen und können mit allen möglichen Materialien umgehen. Und das muss man halt nutzen. So, das Fahrgestell steht zum Verkauf. 29.999 brutto inklusive Steuer, wenn jemand da noch ein Projekt gerne hätte, das ist verfügbar. Dann haben wir hier, wie gesagt, das ist ein typischer Iveco Daily 4x4. Kriege ich jetzt übrigens einen Kastenwagen noch zusätzlich im Februar. Aus Spanien ausgebaut, ein 4x4 Kasten, 6,40 Meter mit Längsbetten, das wird ziemlich cool. Ja, Kastenwegen sage ich zumindest jetzt noch. Vielleicht kann sich das wieder in einem Jahr ändern, aber Kastenwegen bauen wir im Moment nicht aus. Aber ja, wird ein schönes Video bestimmt. Aber Sven, wo wir schon mal bei diesem alten Schätzchen sind, ich habe hier... Was ist denn das? Ja, das ist ein alter MAN. VW. Mit dem haben wir unsere alten Koffer immer zur Lackiererei gefahren. Und der ist eigentlich auch schon quasi, könnten wir ihn zum Verkauf anbieten. Was soll der kosten?
Das weiß ich noch nicht. Wirklich. Mir, den habt ihr auch beledert. Mir ist das, willst du sehen? Ja, mach mal auf. Also mir ist das eben eingefallen, als wir hier auf den Parkplatz gegangen sind. Ist das ein Allrad? Nee. Ich glaube ja, ne? Warte, ich kann gleich mal gucken. So, komm mal mit. Echt, das ist kein Allrad, oder? Ja, das weiß ich nicht. Das warte, ich guck mal. Nee, nee, es ist kein Allrad. Ich muss. Nee, es gibt keine Achse. Ja, siehst du. Aber ja. Ich glaube, die... So ein Stabi. Auch, nee, ist kein Allrad. Das ist, glaube ich, original. Ja, ja, ja. Ja, beledert. Das war eine Zeit lang so eine Sache. Mehr alles mögliche. Hast du geil gemacht? Ja, ja. Steht zum Verkauf, wollte ich auf jeden Fall. Verdient auch ein doppeltes Baujahr, was ist das? Doppeltes Leben, wollte ich sagen. Ein zweites Leben. Baujahr. Boah, ich würde mal sagen... Muss ich in den Brief schauen. Wirklich, ich weiß es wirklich. Das ist mir eben eingefallen, 80er. Als wir hier... 90er, sowas. Ja, es ist im Moment ja... Viele wollen, je älter, desto besser. Deswegen, also wie gesagt, was soll er hier machen? Weiterhin auf dem Parkplatz stehen. Weil wir transportieren die Koffer jetzt ein bisschen anders. Mit einem anderen Fahrzeug und dieser kann weg. Ja. Gott. Viele sind ja Riesenfans von diesen alten Fahrgestellen, von diesen Bundeswehr, MAN-Fahrgestellen, was auch immer. Schön. So, lasst uns reingehen, es ist kalt. Das wollten wir euch zeigen. Und wenn ihr also Lust habt, einen Koffer ausbauen zu lassen, dann fahrt nach Lingen, das ist recht einfach. Ihr seid tatsächlich am Sender, heißt die Straße. Am Sender ist Industriegebiet am Sender in Lingen, genau. Guck mal, das ist ein Sender, ist ja Zufall. Ja, aber der, ich glaube, die Funktionsweise dieses Senders wird nicht mehr. Doch, es gibt ein paar Antennen da unten. FM ist das ja. DAB Plus und FM. Ja. Ich kenne mich ja aus, wir machen ja DAB Plus. Und Funkantennen. So, Emmert Fahrzeuge, ach, so ein Zufall. Guck mal hier, ein alter Kia. Ja. Den habt ihr da. Aber was ich cool finde. Den benutzen wir auch schon seit Ewigkeiten, ja? So eine Betriebs-, jetzt hätte ich fast gesagt, aber. Gerne Geschichte. Sehr schön. Emmert Fahrzeuge in Lingen, die Rufnummer kenne ich sogar auswendig, 0591 7063. Ja, 7063 war die alte Nummer, das ist eine kurze Lingener Nummer. Ja, die haben wir verloren. Die war aus der Sturmstraße, die war in der alten Halle. Wieso hast du die nicht mitgenommen? Die ist doch. Weil die neue Nummer 610-709-112 viel geiler zu vermarkten ist. Und ich bin da, ich achte ja immer drauf, dass wir immer schon. Ja, gut, die ist aber doppelt so lang. Nee, über doppelt ja, so lang. Ja, aber dieses 112 am Ende ist schon genial. Wieso? Die Leute hätten, du hättest ja sagen können, 7063 112, da wären die auch durchgekommen. 7063 112. Weil der geht ja nur bis zu 7063. Ja, nee, alles gut, alles gut. Danke. Alles, was. Mach mal zu, sonst kommen gleich hier die Grünen. Die Grünen, meinst du? Ja, du, wir haben hier eine beheizte Halle, die wir gerade... Ach so, Moment. Mit was wird hier eigentlich geheizt bei euch? Mit Gas. Mit Gas, mhm. Mach mal zu. Geht es jetzt nicht mehr zu, oder? Musst du festhalten. Ja, es ist hier. Manchmal siehst du das Licht da vorne, ja. Ich stehe einfach nur in dem... In der Lichtschranke. Ach so, du warst hier mit der Lichtschranke. Hast du gut gemacht. Genau. Hm. Alles gut. Maria, also wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, du kennst ja meinen Humor, der ist scheiße, aber die Leute sagen immer, du bist eine tolle Frau, also du bist echt eine, was hast du gelernt eigentlich im Leben? Ich habe 99 Abitur hier gemacht auf dem Joanneum, ich habe studiert, ich habe einen Bachelor. In was? In BA heißt das, Bachelor of Arts, das ist Betriebswirtschaft. In BWL? Und, ja, genau. Und ich habe auf einer internationalen Business School gelernt. Damals war das ja noch ein Novum. Jetzt gibt es überall Business. Oh, in Frankfurt? Nein, in Lippstadt. Ja, ich habe gedacht, die gute. IBS. Ist sie gut? Lippstadt. Ist sie renommiert? Ja, ich war da. Und du hast einen Abschluss? Ich habe einen Abschluss, ich habe sogar zwei. Ich habe einen Bachelor ein von einer englischen Uni und ein deutsches Diplom, IBS. Ja. Sehr schön. So, jetzt mach mal zu, du Bachelor-Inhaberin. Ja, genau.
hilft ja auch nicht. Ja, manchmal nicht. Manchmal nicht, aber da helfen die Kollegen. Emmert Fahrzeugbau in Lingen. Macht mir einen Gefallen, schreibt mal eine E-Mail. Wie ist deine E-Mail? Weil die Leute, die rufen nach so Videos immer. Das letzte Mal haben über 200 Leute wollten was haben. Ja. Ging denn nicht. Aber wie ist denn deine E-Mail? Darf man die sagen? Oder? Die E-Mail-Adresse lautet, also entweder anfrage@emmert-fahrzeuge.de. Anfrage@emmert-fahrzeuge.de. Ja, das genau. Oder info@emmert-fahrzeuge.de. Genau. So, tschüss, Maria. Ich kann jetzt leider nicht zurückgehen. Du musst mal da weggehen. Genau. Danke. Ciao.